Der gute alte Freund Eagle ist übrigens hier wieder dabei. Nur diesmal leider als mein Gegner. Und als Gegner mag ich den gar nicht gern. So, dann lies mal vor. Day One. Okay, Day One attacks a copter with your North Anti-Air Unit. Wird gemacht. And the enemy tank with your copter from the north and mid tank from the west. Copter from north and mid tank from west, ne? Yes. Load a mech into the transport copter and mech into the APC. Ist gemacht. Then create an APC and load it up with an infantry. Gemacht. Move the transport copter one south for east. One south, 1, 2, 3, 4 east. Your missile launcher and APC along the road. Missile Launcher und APC? Ja. Okay. Your tank on the east, 5 south. One east, 5 south. Das kann so nicht stimmen, das muss andersrum sein. Dann warte. Es kann sein, dass er sich da... Kann sein, dass er, an manchen Stellen in dem Guide hat er sich verschrieben, das weiß ich. Das muss hier in diesem Fall andersrum sein. Weil andersrum geht's gar nicht. So, die restlichen Einheiten. Ich habe noch zwei Anti-Airs. Move your two remaining Anti-Air Units east along the road. Okay. Eine Infantry und eine AT habe ich noch. Your artillery one east and infantry south. Okay. Dann sind wir mit der ersten Runde fertig. Da kommt die gewaltige Air Force von Eagle. Day 2. Attack the Easter with your missile launcher. The East Copter? Ja. Das ist der da. So. Move your mid tank 3 east. 1, 2, 3. Das war's schon. Attack the middle copter with your west anti-air. The west anti-air, das ist die da. And the heavy copter with your east anti-air. From the east. From the east, okay. Das ist eine wichtige Information hier, von welcher Seite man angreifen muss. So. Move your transport corps south of the factory. South of the factory, das ist hier. Muss ich die Einheit ausladen oder nicht? Warte. You tank north of your transport copter. Tank north of the transport copter, Hammer. Your remaining anti-air south of your transport copter. South oder was? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Woman south? South, okay. Of your transport copter. Yep. Your south APC to the east, dropping the mesh north. Yep, das Hammer. Und die restliche APC? Your artillery east along the road, your remaining APC south of the artillery and drop the infantry east. Yup. Die Infanterie noch irgendwas? Move your infantry northeast and create a HPC. Northeast? Warte. Oder? Northeast, ja. Ja, Northeast ist da lang. Und eine APC. And create an APC. Yup. Das sind immer die tollen Decoys. So. There will just send a Cobra in it. Also yep. There are 10 foreign Cobra.
after your initiative. So don't worry. Ja, ja, das brauchst du nicht vorlesen. Ich such grad nur den nächsten Tag. Day 3, genau da. Day 3, was machen wir jetzt? Use your co-power. Liebend gerne. So, co-power is activated. Retreat your tank if it's still alive and attack the tank with your mid-tank. Okay, den, weil ich jetzt nicht weiß, wohin ich den retreaten soll genau, mache ich hier mal ganz kurz einen Safe State. Und was den, was soll ich machen, nachdem ich retreated habe? Den Tank mit was angreifen? And attack the tank with your mid-tank. From the factory, oder? Nein, einfach nur angreifen. Na gut. Mehr steht da nicht. Machen wir es halt einfach. Bleiben wir da stehen, wo wir sind. Zur Not kann ich nochmal neu laden. So, nächste. The soldier, the fighter sets on the road with two of your anti-air units and damage the remaining fighter with your remaining anti-air unit. Okay, Moment, dann müssen wir das nochmal neu laden. Der meinte wirklich, dass ich den von hier angreifen soll. Sonst hätte das Ganze auch wahrscheinlich keinen Sinn gemacht, dass ich den Tank zurückziehe. So. Okay, jetzt nochmal Anti-Air. Warte. Den Fighter auf der Road soll ich komplett weghauen und den anderen soll ich anwenden. The soldier fighter that's on the road with two of your anti-air units damage the remaining fighter with your remaining anti-air unit. Okay. Einer ist weg. So, das haben wir. Was ist das nächstes? Load your infantry or mech into the NPC and move it northeast along the road. Yep. Dropping the mech east. Na gut, in dem Fall ist es eine Infanterie, weil es ist immer random, welche von den beiden er zerstört. Nach Osten soll ich sie droppen, das ist da. So, ich habe noch Missile Launcher, der nichts machen kann und move your transporter east and move your APC one west and create an APC. Ja, das ist das erweiterte Ablenkungsmanöver. Sonst nichts machen? Moment. Ja, das war's. Tag 4. Okay. Dann lass mal Eagle jetzt erstmal wieder. So, Tag 4. Before, move your APC and infantry southwest along the road. APC und infantry. Yep, haben wir gemacht. Attack the east copter with your anti-air unit. Yep. And the bomber with your remaining two anti-air units. Move your transport copter north of the base and drop the mech south. Und das geht jetzt leider nicht, weil er mir da den... Weil er mit seinem Fighter den Ding blockiert hat. Ah, dann ist das schon mal wieder. Dann müssen wir ab hier wieder improvisieren. Ja.
weil ich die Mac nicht einfach dahin droppen kann, ohne dass er sie dann angreift. Wie stelle ich mich hin, dass er mich nicht blockieren kann nachher? Ich mach mal das erstmal so. Müssen wir ab hier halt einfach wieder improvisieren, den Rest kann ich von der Mission sowieso. Muss ich bloß mal ganz kurz was schauen. Okay. Von seiner nächsten Co-Power ist er noch ein bisschen weiter weg, der Gute. Oh. Er hat sich sogar selber versaut gerade, das ist super. Den Bomber darf ich ihm jetzt aber nicht anschießen. Nicht, dass er mir jetzt noch eine Co-Power um die Ohren haut. Das wäre nämlich jetzt äußerst ungünstig. Aber wie weit ist er von der Co-Power weg? Okay. Eine Sache, die mir jetzt auf jeden Fall helfen würde, wäre, wenn ich noch eine krieg. Weil dann hält mein T-Copter noch einen Beschuss von dem Jäger aus. Okay. Zwar ein bisschen später als normal, aber das geht nicht schneller. Also es ging nicht schneller, weil er mich blockiert hat. Haben wir halt einen A-Rang drin. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Das ist schließlich die Advance-Kampagne. So, das letzte Mal bin ich, wenn ich mich nicht irre, den Andy-Weg gegangen. Das heißt, wir gehen heute den Max-Weg. H4, ja. Buck Strikes. Ja, du musst jetzt ein bisschen weiter runter zu M4. Weil ich gehe den Max-Weg. Also, du müsstest ein bisschen schauen, bis du das Level M4 findest. Das heißt ebenfalls Max Strikes. Okay, M4. Das ist eh ein relativ schnelles Level. Das ist auch eins, das ich... H4 war kürzer. Ja, weil man hier wesentlich mehr Einheiten bewegen muss, aber insgesamt ist es von den Tagen her kürzer. Es geht, glaube ich, auf sogar 3 Tage, wenn man es einigermaßen anständig macht. Okay. Attack the North Tank with your North Tank and the Mid Tank with your Mid Tank. North Tank with North Tank and Mid Tank with Mid Tank. Soweit können wir das noch. Wir haben hier unseren super starken Max, der in Advance Wars 1 noch total overpowered war. Mit 50% mehr Schaden auf allen Nahkampfeinheiten. So, noch irgendwas, was wir demolieren dürfen? Load your mech into your APC and move it 4 east, 1 north. 1 north, 1, 2, 3, and drop 4. The mech east. Okay. Das haben wir. Noch irgendwas? Your east tank one. Your east tank one north for east. Yup. Your 2 infantry and back east. Yup,
Haben wir auch. Your remaining tank 5 east. 5 east. Sonst, yep. Sonst nix, okay. Und dann... Your north artillery 2 east and your remaining artillery 1 south. 2 east. 1 south, 2 east, sorry. Das war jetzt ein bisschen zu spät. Ich hab das ja, ich hab die Pfeile ver... Ja. Weißt was, das macht man nochmal. Sorry, ich hab die verloren. Ich habe jetzt das Ganze mal ein bisschen geskippt, also gut. Den... Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. So, soweit haben wir das ja noch. Der musste hier hin. Infantry alle darüber. Load your mech into your AC and move it your east. Die erst die Nordartillerie einfach nur 2 nach Osten, ne? Warte. Nord artillery to east and your remaining artillery 1 south to east. So. Was machen wir mit den Submarines? Warte. Ja. Immer mit der Ruhe. Sorry, so droppe ich wieder irgendwas. Move your battleship east. Battleship east. Okay, das ja. Wäre dann einfach hier. Dive your sub east. East. Beide. Subs, ja. Okay. Also ich glaube nicht, dass das Sandwich ist. Ja. Ja, ich wollte nur wissen, ob beide oder nur einen von beiden. Machen wir was. And move your lander 3 south east. 3 south, wie viel east? Warte, ich hab's. 3 south east. Ah. Okay. In dem Fall heißt es einfach 3 Süden und 3 Westen. 3 und 3 Osten, okay. Na dann, Olaf. Day 2. Day 2. Attack the southwest battleship with your south sub from the north. Das. Moment mal, welches? The southwest? Attack the southwest battleship with your south sub from the north. Southwest. Das südwestliche. Ach, das ist das hier. Yep. Das Hammer. Okay. Attack the battleship that's 1 east of your remaining sub. Attack the south east. Warte. Und ja, genau, das war schon Ende. Mit was? Warte. Boah, ist ruhig. Mit was? Was? Warte. Attack the battleship 1 east of your remaining sub. Mit was? Mit dem Sub oder mit dem Battleship? Das ist die Frage. Das ist jetzt wirklich die Frage, warte. Attack the Battleship, that's 1 east of the remaining Sub. Das ist der Satz. Steht noch irgendwas davon da, dass ich mit dem U-Boot oder mit dem Battleship was angreifen soll? Irgendwo kurz Attack danach? Attack the Battleship, that's 1 east of the remaining Sub. Das ist der Ende, da kommt ein Komma. Okay. Jetzt einmal mal ich denke, dass du es dann mit deinem Boot eingreifen sollst. Okay. So. Attack the sub, southeast battleship with your battleship? Ja, jetzt haben wir es. Southeast ist das hier. Ja. Und danach heißt es wahrscheinlich Use Your Co-Power, oder? Use your call power. Yep, die hatte ich da davor schon bereit, aber jetzt geht's richtig los. 25% mehr Feuerkraft auf alle direkten Einheiten. So, was darf ich jetzt kaputt machen? Attack the west tank with your south artillery and smash from the south.
Okay. The South Artillery and Mech from the South, das kriegen wir hin. Nächster Schritt. Attack the artillery with your West Tank from the North. Der West Tank ist der hier und... Ah, 130% Schaden. Das tut weh. So. What's next? The tank on the road for your healthy tank from the east, from the west. Okay. Dass Max das einfach one-hitten kann, ist schon krass. Lass mich raten. The tank on the city with your mid-tank from the north. Okay. Tank on the city with mid-tank from north. Das haben wir. And the mid-tank with your remaining tank from the east. Das ist dann von hier. Load your APC with your mech and move it 6 east, 1 south and drop the mech south. Ja, das ist dann der Rocket Launcher Bait. Sonst noch irgendwas? And move your remaining 3 and 2 infantry east. Ich gehe mal einfach davon aus, dass ich den hier auch nebenbei nochmal mitnehmen soll. Mach mal einfach. Okay, das war's dann auch schon. Alles nach Osten bewegen. So, ja. Dann kommt der gute alte Blizzard. Ja. Day 3. Was haben wir hier? Attack the south mesh with your south infantry from the north. Das meint south mech. Attack the south mech with your south infantry from the north. Die south infantry kann keine south mech angreifen. Lies mal weiter, was kommt denn sonst noch? The North Mech with your artillery and 1 HP tank. Okay. The North Mid with your mid tank from the north. North mid tank with mid tank from north. Der hier müsste. Ich weiß zwar nicht wieso, aber der müsste den hier angreifen. Ja, ich glaube, da ist schon mal wieder irgendwas gescrewt. Egal, der muss eh weg, so. North Mid-Tank with Mid-Tank from North, das kriegen wir auch hin. The Artillery with your West Tank and Mech. Okay, ja, die AT. Also mit dem Mech auch noch. Ja. Das habe ich noch mitbekommen. And the rocket launcher with your remaining tank from the north. Das geht nicht. Was? Das geht nicht, da komme ich nicht ran. Ach. Naja, ist egal. Du musst verbuggt immer. Naja, den Rest kann ich zur Not improvisieren wieder. Gleich. No. The artillery with your west. Warte. The artillery with your west. Warte. Die artillery with mehr. Your.
Mein Gott, was ist denn das? Ach, aber einfach. Remaining tanks from the north. Move your remaining artillery. Then. Warte mal. Move your remaining artillery. Then remaining infantry. East along the road oder wie? Move your remaining artillery. Then remaining infantry. Ja. Das macht Sinn. Lies einmal weiter. East along the road. Okay. Das ist ein Satz? Ja, das ist ein Satz. Ich hab den verstanden. And move your remaining back east. Na gut. Und was machen wir jetzt mit den Battleships? Attack the south battleship with your south sub and the north battleship with your north sub. And battleship. Okay. Not sub and battleship. Mhm. So. Day 4. Ja, jetzt muss erstmal Olaf wieder. Den Rest improvisiere, ich brauch's nicht mehr vorlesen. Wow, ich erwische mit Max Artillerie mal was. Das müssen wir in den Kalender eintragen. Max Artillerie hat einen Medium Tank kaputt geschossen. Sagen, mit 1 HP-Einheiten kann man keinen Schaden mehr machen. Und was? Oh, er kriegt sogar noch eine Co-Power. Wenn er da stehen bleiben will, tue ich ihm den Gefallen. Nie gedacht, dass ich wegen der Artillerie von Max mal sowas gewinne. Ein S-Rang wird das zwar jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, aber was soll's. Als nächstes das Level M5. Viper.